Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo. Ich möchte hier ein Erklärvideo machen zu Basiswechsel und charakteristischem Polynom, also Teile der linearen Algebra mit Matrizen und dazu ein paar Aufgaben. Zunächst mal die erste Aufgabe. Und zwar, wir haben eine Abbildung von R nach R hoch 3 nach R hoch 2 und die ist gegeben durch f von xyz mit y minus z und 3x plus 5z und wir haben zwei Basen und zwar die Basis B210 310001 und die Basis C3210 und sollen nun die Matrix MCBF bestimmen. Nun, wie gehen wir dort vor? Der erste Schritt, den wir machen, ist, dass wir uns einfach mal die Elemente der Basis B anschauen. Und zwar wären das ja 210, 310 und 001. Und diese setzen wir nun in die Abbildungsvorschrift ein. Und wenn wir diese in die Abbildungsvorschrift einsetzen, erhalten wir dann die Elemente 1, 6, 1, 9 und minus 1, 5. Und nun sehen wir ja, dass diese Elemente hier, diese hier, auch jeweils zweiteilig sind. Und hier haben wir ja auch immer zwei. Und daher kommt uns die Idee, wir können diese drei Ergebnisse, die wir eben ausgerechnet haben durch die Basis B in der Abbildung F, durch eine Linearkombination darstellen aus diesen beiden Elementen der Basis C. Und da kommen wir dann auf lineare Gleichungssysteme, die wir lösen können. Und zwar hier zum Beispiel kriegen wir 1, 6 soll gleich 3, 2 plus 1, 0 sein. Und wir sehen jetzt durch Hinschauen eben, wenn wir das hier dreimal nehmen, kriegen wir hier 9. Wenn wir das minus 8 mal nehmen, kriegen wir hier minus 8. Und somit sind a 3 und b minus 8, weil damit kommen wir eben genau dann durch Rechenoperation auf 1 und 6. Und damit können wir schon mal als erste Spalte der Abbildungsmatrix dann die 3 und die minus 8 nehmen. Analog verfahren wir hier. Hier hätten wir ja 1 soll gleich 3a plus 1b sein und 9 ist dann 2a plus b mal 0. Kommen wir also auf a gleich 4,5 und setzen wir a gleich 4,5 in die erste Zeile hier ein, erhalten wir für b minus 12,5. Und analog machen wir es für diesen Fall hier, den ich hier gerade markiere. Und da erhalten wir dann 5 und 2a und minus 1, 3a plus 1b als Gleichungssystem und kommen somit auf 2,5 und minus 8,5. Und so haben wir jetzt auch hiermit und hiermit die entsprechenden, ja, neuen Spalten der Darstellungsmatrix angegeben. Und nun bleibt nur noch diese drei Teile hier zusammenzufügen. Und zwar, wir haben hier einmal minus 3 minus 8, wir haben hier einmal 4,5 minus 2,5 und 2,5 minus 8,5 und das setzen wir jetzt hier rein. Und dann haben wir hier unsere Matrix MCB und die erste Aufgabe wäre schon gelöst. Nun schauen wir uns also die zweite Aufgabe an. Sei A, eben diese Matrix, eine Matrix, 2 Kreuz 2 Matrix, 2 Zeilen, 2 Spalten, quadratische Matrix also, im Komplexen. Und nun sollen wir das charakteristische Polynom xA von t und die zugehörigen Eigenwerte bestimmen. Kleiner Tipp, charakteristisches Polynom, da ist eine Formel bekannt und die Eigenwerte sind einfach die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Nun, wir wenden die Formel an, und zwar das charakteristische Polynom berechnet sich aus dieser Matrix A minus eben T mal die Einheitsmatrix. Und hier haben wir ja als Einheitsmatrix die
Matrix 1, 0, 0, 1, weil wir ja im, also das wäre E2, also die zweite Einheitsmatrix, weil wir ja eben hier eine 2 Kreuz 2 Matrix haben. Und die müssen wir mit T multiplizieren. Und T mal E2 wäre jetzt hier einfach dann T und hier auch T. Und dann subtrahieren wir die Matrix T0 und 0T von dieser Matrix A und erhalten diese Matrix hier. Und davon müssen wir jetzt die Determinante berechnen, weil das ist wichtig beim Berechnen des charakteristischen Polynoms, dass es immer um die Determinante geht von dieser Subtraktionsmatrix. Und davon die Determinante wäre dann minus t mal minus t minus die Diagonale hier, minus 1 mal 1. Wer das nicht mehr weiß, wie die Determinante zu berechnen ist, kann sich auch hierzu nochmal ein Video in meinem Kanal anschauen. Und dann kriegen wir als charakteristisches Polynom t Quadrat plus 1. Nun, wie gesagt, die Eigenwerte sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Wie kriegen wir die? Wir berechnen die Nullstellen von diesem charakteristischen Polynom über c, weil wir haben ja gesagt, wir sind im Komplexen. Und da fällt uns auf, t Quadrat plus 1 gleich 0. Wenn wir da minus 1 durchführen, kriegen wir t Quadrat minus 1. Also es gibt keine reellen Nullstellen. Wir wissen aber, minus 1 ist i Quadrat und somit kommen wir dann auf die Nullstellen i und minus i. Und somit können wir das charakteristische Polynom, das wir hier so dargestellt haben, auch als Linearkombination darstellen. Mit den Eigenwerten Lambda 1 i und Lambda 2 minus i als Eigenwert. Nun wäre auch diese Aufgabe gelöst. Jetzt bleibt uns noch die dritte und die vierte Aufgabe anzuschauen. Schauen wir uns die dritte Aufgabe an. Bestimme die Matrix A der linearen Abbildung 2 plus t dt f 2t und dann die Ableitung f' in der Basis 1 t t Quadrat bis tn. Wie gehen wir hier vor? Zunächst g von 1, wenn wir die Abbildung einfach angeben als g von p 2 plus t p', dann ist, wenn wir hier ja die 1 nehmen, wir nehmen jetzt hier nämlich die Glieder der Basis und wir hatten ja gesagt, die Basis wäre 1 t t Quadrat bis tn, dann hätten wir hier das erste Basisglied 1, setzen das hier ein, die Ableitung von 1 ist 0 und daher kommen wir hier auf 0. Und somit ist die erste Spalte unserer Matrix einfach eine Nullspalte. Weil in der Matrix nehmen wir hier am Rand 1 t t Quadrat bis t hoch n. Also wir nehmen die Elemente der Basis hier als Zeilen dieser darstellenden Matrix. Nun müssen wir noch t nehmen, hier t Quadrat, die Ableitung von t ist 1, also kriegen wir einfach 2 plus t. Von t Quadrat ist die Ableitung 2t, kriegen wir also 2t Quadrat plus 4t. Tragen wir ein, 2 plus t wäre ja einmal t und einmal 2. Wäre also hier 2 und 1. Wir haben hier aber dann 0 mal was ohne Variable, also mit t hoch 0. Dann aber 4 mal t kommt also die 4 hier auf diese Ebene hier, diese Zeile. Und 2t Quadrat wären wir hier. Und so fahren wir fort für t hoch 3, kriegen dann diese Spalte hier. Und das können wir ja auch noch machen bis t hoch n. Und da wären wir dann bei 2n und n. Ja, genau. Und somit hätten wir auch hier die entsprechende Matrix angegeben. Nun zur Aufgabe 4. Der Endomorphismus V, Phi von V nach V. Was ist ein Endomorphismus? Ganz einfach. Im Endomorphismus stimmen der Definitionsbereich und der Zielbereich der Abbildung überein. Also das ist ein Endomorphismus. Und dieser besitzt in der Standardbasis Epsilon E1, E2, E3. Was ist die Standardbasis? Das ist einfach
1, 0, Punkt, 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 0, dann 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Ja, wir sind hier jetzt im dreidimensionalen, also wäre die Standardbasis einfach 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Es wäre also Epsilon. Basis ist eine Menge, machen wir also die Mengenklammer drumherum. Genau, und wir haben die Matrix A Epsilon, also die Matrix, die in dieser Basis liegt. 4, 1, 4, minus 3, 5, minus 1, 2, minus 3, 8. Nun können wir ja die Matrix von Phi in der neuen Basis bestimmen. Und wir haben auch die neue Basis Epsilon Strich angegeben. Und zwar bildet die E1 Strich, E2 Strich und E3 Strich. Und E1 Strich ist einfach 2 E1 plus 3 E2 plus E3 und so weiter. Hier einfach, das sind die Eigenschaften der neuen Basis. Nun, wie gehen wir hier vor? Wir rechnen einfach mal E1-Strich, E2-Strich und E3-Strich aus. Ja, wenn ihr das selber machen wollt, guckt euch einfach die Aufgabenstellung nochmal an und drückt mal auf Pause. Ansonsten setzen wir hier jetzt einfach die Standardbasis ein und nehmen halt hier die Vorfaktoren davor und erhalten somit dann eben die Werte, die neuen, und kriegen somit dann die Basiswechselmatrix von Epsilon nach Epsilon Strich mit genau diesen Spalten hier. 2, 3, 1, 3, 4, 1 für E2 Strich und E3 Strich 1, 2, 2 werden wir hier. Nun können wir die Matrix in der Basis Epsilon Strich von A, die wollen wir ja wissen, mit einer Formel verwenden, berechnen. Und die Formel lautet folgendermaßen: Wir nehmen die Inverse dieser Basiswechselmatrix von Epsilon nach Epsilon Strich. Dann nehmen wir die Matrix A Epsilon, die ist uns bekannt. Also die ist schon mal bekannt. Und die hier ist auch bekannt. Die haben wir gerade ausgerechnet. Kann da auch ein Haken hin. Und hier auch, weil die inverse Matrix, wie wir sie berechnen können, zum Beispiel mit der adjungierten Matrix oder so, da habe ich auch ein Erklärvideo dazu gemacht. Also können wir diese drei Sachen als bekannt voraussetzen. Und nun bleibt uns nur noch eine Matrixmultiplikation durchzuführen von den drei Matrizen. Und zwar multiplizieren wir da erst diese Matrix mit dieser Matrix, erhalten dann eine Matrix und diese Matrix multiplizieren wir dann mit dieser Matrix und dann kommen wir auf diese Matrix und diese Matrix ist eben genau A Epsilon Strich, also die Matrix A eben in der anderen Basis Epsilon Strich und damit haben wir die Aufgabe gelöst. Ja, wer jetzt unsicher ist, wie man eine Matrix-Multiplikation durchführt, der kann auch dazu nochmal das passende Video von mir in meinem YouTube-Kanal anschauen. Dann möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und die Aufzeichnung beenden.